war gerade Feueralarm. Und hier ist das ganze Kino beleuchtet. Oh Mann. Ich war gerade total blöd. Hallo Leute, ich bin Eva. Willkommen bei Alles Eva. Heute bin ich mit meiner Mama unterwegs. Wir wollen nämlich einfach nochmal ein bisschen shoppen gehen, mir sogar nochmal das neue iPhone anschauen und vielleicht nochmal die AirPod Max. Ich denke, das wird richtig cool aussehen. Wir werden auch noch meinen Papa treffen, weil wir wollen nochmal ins Kino. Ich nehme mich übrigens den ganzen Tag mit und freue mich richtig toll, einfach mal wieder meinen Tag zu teilen. Ich liebe Vlogs einfach so doll. Freust du dich auch? Ja, immer. Ich liebe auch Vloggen. A merry little Christmas, love. So ein Weihnachtsmarkt, es riecht auch richtig weihnachtlich und wir gehen jetzt erstmal zum Apple Store. Und ich weiß nicht, warum ich die Kamera auch auf mich halte. Keine Ahnung. Zuerst gehen wir jetzt zum Apple Store. Hauptsächlich geht es uns um die Frontkamera und wir haben die gerade ausprobiert. Geht viel besser. Da könnt ihr euch sehen. Schon mal ein gutes Zeichen. Ich finde die AirPod Max richtig cool. Nur leider gibt es die hier nur in schwarz. Wir hatten leider das iPhone Max nicht da und auch nicht die AirPod Max da. Also mussten wir die jetzt online bestellen. Die Frontkamera war auch viel besser. Also kann ich auch eine bessere Qualität Shorts für euch machen. Auch schon mal gut. Nur falls euch wundert, warum ich schon wieder ein neues iPhone kriege. Ich hatte gerade irgendwie nur... Also habe ich mir kurz nochmal ein Stack geholt. Das war... Gut und Wachsinn. Noch mal kurz eine Brezel. Während du hier bequem isst, muss ich euch mal zeigen, wie es bei mir aussieht. Schaut mal, ich sitze hier voll bepackt mit Hund und ohne Essen. Ja, so ist das als Mama. Wenigstens bin ich froh, dass du mitbekommst. Eigentlich wollte ich ja noch mal kurz Louis Vuitton, aber ich finde das so eine große Chance. Könnt ihr euch das vorstellen, für so einen sauteuren Laden auch noch anzustehen? Tag ruiniert. Niemals, oder? Nein, nein, danke. Mama, willst du mal fahren? Nee, danke. Die Via mag das, glaube ich, nicht so. Aber als Kind hättest du das gefeiert, oder? Gefeiert. Wir laufen jetzt über einen kleinen Weihnachtsmarkt. Ja. Ach, guck mal, wie schön. Wow. Dann waren wir nochmal beim Urban Outfitters. Die haben einfach immer so coole Sachen. Gerade ist nämlich weniger los und sie läuft schon mal. Ist doch schon mal. Dann war auch schon Papa da und wir sind ins Kino. Einfach richtig cool. Die Sitze waren auch noch so bequem. Man konnte sogar Essen bestellen. Ich hatte einfach eine heiße Schokolade im Kino. Im Kino! Es war gerade Feueralarm. Und hier ist das ganze Kino beleuchtet. Oh Mann. Ich war gerade total blöd. Licht ist immer noch an. Wir machen jetzt gleich den Film nochmal an. Zum Glück müssen wir jetzt nicht gehen. Wir müssen warten, bis die Feuerwehr kommt. Wir haben den Film jetzt pausiert. Und was sagst du dazu? Erst dachten wir, dass wir nicht raus müssen, aber dann mussten wir doch raus. Der Film ist jetzt vorbei, der war auch super. Und wenn wir zu Hause sind, erzähle ich euch noch ein bisschen mehr. Hallo, wir sind wieder zurück. Ist aber also richtig cool. Ich habe ja auch gesagt, der Film war auch richtig cool. Und ich habe ein bisschen zu erzählen. Also erstmal... Ich habe mich umgezogen, ich habe mir jetzt diese Kuscheljacke angezogen. Ich liebe die sehr doll. Und dann nochmal dieses Top und auch diese Sweatpants. Kino war sehr interessant. Es sah so cool aus. Ich konnte mir einfach eine heiße Schokolade bestellen. In welchem Kino kann man sich
die Schokolade bestellt habe. Und da war auch was richtig Interessantes, was passiert ist. Und zwar Feueralarm. Ja, also im Kino war einfach mittendrin Feueralarm. Es war schon ein bisschen komisch, weil einfach als wir gechillt haben, der Film lief, alles war schön, dann mittendrin aufgehört. Die Lichter gingen an, jemand ist reingekommen, irgendein Arbeiter hat gesagt, tut mir leid, Feueralarm, bitte raus. Also erstmal alles sehr verwirrt, was passiert, hier war ein bisschen Feueralarm. Ich hatte erstmal richtig Angst, weil ich habe Angst vor dem Feuer. Erst seit, wenn man nicht Angst vor dem Feuer hat. Ich weiß nicht, ob das sehr gut ist, weil Feuer ist ja gefährlich. Also egal. Also wir sind dann alle rausgegangen. Anscheinend konnten wir doch wieder rein, weil anscheinend war da doch kein Feuer. Ich konnte mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da wirklich auch ein Feuer war. Okay, also ich weiß es nicht ganz genau, was er gesagt hat, aber anscheinend war da einfach irgendeine verbrannte Frikadelle. Ja, das dachte ich jetzt auch. Eine verbrannte Frikadelle und da hat jemand erstmal so Feuerwehr angerufen. Also der Alarm ging noch los. Zum Glück konnten wir den nicht hören, weil ich glaube, dann wäre ich jetzt taub. Ja, also zum Glück konnten wir den Alarm nicht hören, aber wir mussten erstmal warten, bis die Feuerwehr kommt, weil anscheinend konnten die Arbeiter nicht selber diesen Feueralarm ausmachen. Also mussten wir dann erstmal 20 Minuten lang einfach warten, bis die Feuerwehr wieder zurückkommt. Also das war ein bisschen sehr komisch, aber auch gleichzeitig sehr lustig. Aber dann ging auch der Film weiter, es war cool. Wir konnten von Anfang wieder anfangen. Alle Leute waren auch richtig nett. Nur was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass da noch ein Licht an war. Aber keine Ahnung, was da passiert ist. Also das war jetzt meine Kino-Story. War da irgend noch so eine Kino-Story, die ihr habt? Erzählt mir mal bitte. Ich finde die war sehr lustig. Ich war bei Urban. Ich liebe Urban Outfits. Das ist einfach so toll. Also ich liebe nicht nur die Klamotten, sondern ich liebe auch all dieses andere Zeugs. Die haben einfach so viel Kram, der einfach so cool ist. Die haben Platten, die hatten einen Plattenspieler, die hatten auch noch so ein Mini-Fridge. Ich meine, like, hallo? Also mache ich noch so ein Haul. Wir fangen erstmal an mit dem Zeug. Ich will die Tasche noch behalten. Okay, also, ich hätte eigentlich so ein bisschen Lipbalms mitgenommen, weil ich dachte, es wäre mal richtig cool, wenn ich wieder so ein, nicht teures, gibt's nicht schon, sondern so ein Real vs. Fake, also Real vs. Lipbalm, weil die hatten gefühlt einfach jedes Essen, was du dir vorstellen könntest, als Lipbalm. Also, erstmal hatten wir hier Mentos, Raspberry on Europa. Dann hatten wir nochmal Hershey's Sprinkles and Cream. Sieht eigentlich voll lecker aus. Und dann Tito's. Bestimmt ist es dann so komisch, riecht auch so schlecht und fühlt sich, schmeckt dann auch bestimmt so schlecht. Orange flavored. Oh mein Gott, ich wurde gerade angenommen. Ich dachte wirklich, das würde dann nach Tito's schmecken. Aber hier unten steht auch noch Orange flavored, also Orangengeschmack. Da steht jetzt nur einfach so Flavored Lip Balm, also Lip Balm mit Geschmack. Also rate ich mal, ist dieser Geschmack dann Hershey's? Und ich denke, das ist dann einfach so Himbeer-Lip Balm. Aber das ist jetzt, da bin ich jetzt richtig traurig. Cheetos sprechen noch nicht nach Orange. Bestimmt hatten ein paar von euch noch keine Cheetos. Ich hatte die auch nur so zweimal, als wir in New York waren und so in diesen kleinen amerikanischen Läden. Und ich dachte halt wirklich, Cheetos schmecken nicht nach Orange. Die sollen so nach Käse schmecken. Schmecken die auch sehr doll. Bestimmt ist da überhaupt gar kein Käse überhaupt drin. Da bin ich jetzt richtig traurig. Ich habe mich gefreut, jetzt mal so Cheetos Lipbalm zu probieren. Da bin ich jetzt richtig traurig. Aber egal. Worauf ich mich richtig gefreut habe, und da war ich auch einfach so happy, als ich das gefunden habe, ein Tamagotchi. Also ich habe mal wieder Tamagotchi in Turning Red gesehen. Der ist in so einem Pixar-Film. Der Film war so cool. Hab ihn geliebt. Turning Red. Super Film. Hatte ja diese Mimi, keine Ahnung wie die hieß, so ein Tamagotchi. Das fand ich total süß. Also habe ich mich total gefreut, als ich das in Urban gesehen habe. Und natürlich habe ich mitgenommen. Ich hatte eigentlich noch nie ein Tamagotchi. Am besten erkläre ich jetzt auch, was ein Tamagotchi ist. Also das ist einfach so ein digitales Haustier. Kann ich mehr reden. Also im Prinzip ist das hier dein Haustier. Da ist dann einfach kleines Dingsebumse irgendwie abgebildet. Und das ist total süß. Anscheinend kann man füttern, man kann Spiele damit spielen. Es kann sogar sterben. Ja, das ganze Ding ist, dass wenn man nicht wirklich dein Tamagotchi füttert und umarmt genug, dann stirbt es.
Also habe ich ein bisschen Angst, dass mein Hamogachi stirbt. Ich dachte nie, dass ich jemals diesen Satz sagen würde. Ich habe ein bisschen Angst, dass mein Tomogachi stirbt. Bestimmt sage ich auch Tomogachi falsch, weil das ist ja so ein japanisches Ding, denke ich mal. Aber das ignorieren wir mal. Und in Urban habe ich noch eine richtig coole Hose gefunden. Schau ich mal diese Hose an. Oh mein Gott. Und auch noch Cargo. Also ich liebe die Hose sehr doll. Ich fand die Farbe cool. Ich fand einfach alles cool. Und das war jetzt mein Urban Haul. Also wir waren ja im Apple Store. Das war Titel vom Video. Neues iPhone 14 anschauen. Also wir haben es noch nicht mitgenommen, weil es gab es leider nicht im Apple Store. Deswegen haben wir es jetzt bestellt. Und übrigens, freue ich mich jetzt fragt, ich hoffe, warum holst du dir eigentlich immer die neuen Handys? Weil die hat halt eine richtig gute Vorderkamera. Und ihr wisst ja, ich filme ja gefühlt immer mit. Und dann ist es dann einfach ein besseres Bild und dann sieht es schöner aus, hat viel bessere Videos. Also es ist übrigens so ein Win-Win. Best of both worlds im Prinzip. Und übrigens tausche ich dann noch mein altes Handy ein. Deswegen macht es dann auch alles Sinn. Und normalerweise würde ich es auch nicht machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht YouTube machen würde, würde ich mir auch nicht dauernd das neue iPhone holen. Also dachte ich, erkläre ich das nochmal übrigens. Und ich wollte mir ja noch diese neuen AirPod Max anschauen. Also wir haben die am Store gesehen, nur ich wollte die leider in weiß. Die hatten mich schon mal richtig cool angefühlt, sah noch richtig cool aus. Nur ich habe gehört, die anscheinend irgendwie richtig einfach kaputt gehen oder zerkratzen. Und dass dieses Noise Cancelling jetzt auch nicht so gut funktioniert. Also wenn ihr so diese Headphones habt, schreibt mir mal in die Kommis, ob die gut oder nicht sind. Weil da bin ich mir noch nicht so sicher. Deswegen wollte ich erstmal wissen, ob die überhaupt gut sind. Also ihr seht ja hier, das ist ja mein Schreibtisch. Übrigens, ich habe es total vergessen zu erzählen. Ihr fragt euch bestimmt, Ava, wo stehst du überhaupt? Also ich stehe gerade in meinem Schlafzimmer. Ich werde jetzt nicht wirklich den ganzen Haul machen. Das werde ich später machen, weil mein Zimmer jetzt nicht wirklich fertig ist. Also seht ihr jetzt leider nur hier meinen Schminktisch. Ihr könnt auch bestimmt erkennen. Ist nicht sehr ordentlich. Also versuche ich das jetzt ein bisschen aufzuräumen und danach mache ich noch so eine kleine Abendroutine, weil ist schon sehr spät. Ich habe jetzt erstmal die Kamera anders hingestellt, damit ihr überhaupt den Schreibtisch richtig sehen könnt. Ich werde jetzt einfach so ein bisschen mit euch rumlabern, weil irgendwie habe ich gerade Bock drauf. Und sind jetzt übrigens all meine Schminksachen. Da sind auch andere Schminksachen. Ich weiß nicht, wie die da reingelandet sind. Die Tasche werde ich jetzt einfach, keine Ahnung. Am besten mache ich jetzt erstmal alle Sachen wieder raus. Ich weiß nicht, warum ich die hier reingelegt habe. Ich wollte euch übrigens noch einen Concealer empfehlen, und zwar dieser. Den kann ich euch empfehlen, der funktioniert so gut, sieht auch so gut aus. Und ich mache hier diesen puffligen Ding da rum. Ich weiß nicht wirklich, wie ich es erklären soll. Ich habe nämlich nochmal Fragen bekommen, so Ava, welchen Concealer benutzt du? Jetzt ist es. Jetzt ist alles leer. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich diese Tasche überhaupt hinlegen will. Erstmal kurz auf mein Bett. Nice. Noch ein Concealer. Langsam denke ich, habe ich mehr Concealer als Verstand. Langsam denke ich, ich mag einfach irgendwelche Sachen in irgendwelche Taschen reinkramen und dann es einfach vergessen. Ich habe letztens diesen Headband gesucht. Der war hier drin. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich werde jetzt alle meine Skincare-Sachen hier reinmachen. Übrigens kann ich so Headbands empfehlen. Die gibt es bei Urban. Habe ich auch gesehen. Aber ich würde es empfehlen, die einfach auf Amazon zu kaufen, weil Urban haben die 23 Euro gekostet und auf Amazon haben die 3 Euro gekostet. Schon ein bisschen ein Unterschied. Und übrigens, wenn ihr einen Pickel habt, kann ich euch diese Creme empfehlen. Seitdem ich die gefunden habe. Pickel? Kenne ich nicht. Ich denke, ich mache jetzt einmal mein Skincare zurück, weil hier sind noch ein paar Serien. Warte. Bin ich die Einzige, die so Essence-obsessed ist? Gefühlt habe ich alles. Immer wenn was Neues kommt, muss ich es mir einfach sofort kaufen von Essence. Irgendwie, ich liebe Essence sehr doll. Essence, ich weiß nicht, warum ich jetzt denke, Essence ist eine Person. Aber wie gesagt, ich kann euch auch alle Sachen von Essence empfehlen. Das wird dann, denke ich, jetzt so mein Skincare-Schrank im Prinzip. Nicht wirklich Schrank abstellen, Ecke, sage ich jetzt mal. Und dann noch so ein Burt's Bees drauf. Warte mal. Ich mag Burt's Bees sehr doll. Einfach nur. Mehr Skincare-Zeug. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich muss euch was fragen. Bin ich die Einzige, die es einfach viel besser findet, meine Eyelashes zu curlen, anstatt dann noch Wimperntusche zu benutzen? Irgendwie hasse ich mal das Gefühl von Wimperntusche. Einfach so doll. Und ich finde, es sieht auch gar nicht, ehrlich gesagt, so schön aus. Sag mal, was ihr denkt. Florence Eyepatches müsste ich auch später nochmal auftragen. Und dann hier Harald. Den habe ich übrigens auch noch gesucht. Schminktisch ist aufgeräumt. Ich werde jetzt versuchen, irgendwie meine Skincare, also nicht wirklich Skincare, so Abendroutine nochmal zu machen. Perfekt! So, jetzt können wir anfangen. Also normalerweise wasche ich noch mein Gesicht, aber
ich jetzt nicht wirklich meine Kamera gut ins Bad stellen kann, benutze ich jetzt einfach noch ein paar Feuchttücher. Nicht wirklich Feuchttücher, sondern also hier, diese Tücher benutze ich. Ich bin letztens einfach so obsessed. Das habe ich, denke ich, schon mal in meiner letzten Abendroutine gesagt. Aber letztens bin ich einfach obsessed mit Skincare jetzt mal. Ich weiß nicht warum. Ich weiß wirklich nicht warum. Nur eigentlich war ich noch nicht so ein richtiger Fan von ASMR. Ich mag immer ASMR ein bisschen. Oh, warum bist du. Na, ich mag normalerweise ASMR nicht, aber Skincare ASMR lieben wir. Okay. Und normalerweise, was ich jetzt erstmal mache, und ich will nur mal sagen, ich bin kein so Abendroutine-Skincare-Profi. Also weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt jetzt alles in der richtigen Reihenfolge nutze. Denk jetzt nicht so, dass ich jetzt so genau weiß, wie so alles funktioniert. Ich mache es einfach so, wie ich denke, passt irgendwie. Wollte ich jetzt nur erstmal kurz sagen. Ich wollte ja Augenpatches machen. Okay. Ich kriege jetzt immer, wie nass die sind. Ich muss gestehen, ich bin nicht sehr gut im Augenpatches und Masken und so Sachen einfach drauf machen. Bin ich sehr schlecht drin. Einzige Ding, was ich nicht an diesen Augenpatches so mag, ist, dass die immer so runterrutschen. Vielleicht ist es normal, keine Ahnung. Ich finde das einfach nicht so cool. Ich warte jetzt erstmal so 5 Minuten, weil man sollte ja nicht sofort abmachen, weil dann funktioniert die ja irgendwie nicht. Das habe ich jetzt nicht wirklich gut durchgedacht. Also sehen wir uns gleich in 5 Minuten. 5 Minuten sind vorbei. Und das ist jetzt mein Lieblingsteil. So diese Augenpatches abmachen. Ich liebe das so doll. Okay, seid ihr bereit? Oh mein Gott. Augenpatches gemacht. Wie gesagt, wir backen weiter. Ich wollte ja gerade sagen, normalerweise mache ich erst ein Spray. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, jetzt ein Spray zu benutzen, aber egal. YOLO. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich das irgendwie falsch mache. Also ich mag am liebsten immer so großen Wasser benutzen. Ich bin mir nicht sicher, ob das so ein Skincare-Produkt ist oder ob es überhaupt gut für die Haut ist. Nur einmal habe ich es im DM oder Rossmann, keine Ahnung, gefunden. Da dachte ich mir, boah ey, das sieht cool aus. Ich benutze es. Dann habe ich es benutzt und dann dachte ich, boah ey, das ist cool. Ich benutze es jetzt jeden Tag. Also benutze ich es jetzt auch jeden Tag. Also machen wir jetzt einfach weiter mit dem Serum. Also ich mag am liebsten immer hier dieses Serum zu benutzen. Übrigens ignoriert, dass es hier oben irgendwie so braun ist. Einmal, als ich mit meiner Mutter irgendwo hingefahren bin, habe ich dieses Serum in Gleichtasche eingepackt mit meiner alten Palette und die ist dann aufgegangen und ist dann auch leider kaputt gegangen. Also ist jetzt all mein Skincare-Zeugs ein bisschen dreckig, aber ich ignoriere es einfach. Ihr könnt auch schon von so sehen, ich habe es schon sehr oft benutzt. Und übrigens, ich weiß, ich sage das jedes Mal, aber ich kann es wirklich nicht empfehlen, das Zeugs direkt auf eure Haut zu legen. Sogar wenn ihr schon Produkte benutzt habt, da sind immer noch Bakterien auf Sicht und es kommt ihr dann hier an diesen Ding dran. Also jedes Mal, wenn du dann das Ding dann auf dein Gesicht legst, kommen da einfach mehr Bakterien dran. Also würde ich das, wie gesagt, nicht empfehlen und auch gar nicht am besten machen. Noch eins von Essence, und zwar, wenn ich bei Kamera fokussiere, dieses. Das ist jetzt ehrlich gesagt relativ neu. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel benutzt, aber egal. Nice. Super. Jetzt mache ich mal weiter mit der Creme. Ich benutze diese Creme von Bubble. Da Bubble, keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Ehrlich gesagt, ich muss gestehen, ich mag Creme nicht so doll. Und auch Handcreme hasse ich auch so doll. Irgendwie mochte ich nur nie Creme, aber letztens finde ich Creme irgendwie richtig cool. So ein Under-Eye-Stick. Den nutze ich, wie gesagt, schon richtig lange und hält auch richtig lange. Jetzt mache ich weiter mit der Creme, die ich euch ja gezeigt habe. Hier, diese. Nein, ist das überhaupt kein Creme? Keine Ahnung, ich nenne es jetzt Creme. Irgendwie muss ich immer total leise sein, wenn ich Skincare mache. Also wenn ich die Produkte dann noch auftrage. Ich weiß nicht warum. Plötzlich noch ein Burt's Bees Chapstick. Das war jetzt meine Abendroutine. Es hat richtig viel Spaß gemacht, euch so die ganze Zeit noch ein bisschen mitzunehmen. Das sollte ich auch wirklich öfters machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ihr Lieben. Ciao.